machen heute zusammen eine Federbeinwartung eines Wilberschussdämpfers, eines 643 QS Dämpfer. 643 QS heißt halt, wir haben einen Dämpfer mit einem Ausgleichsbehälter, wo sich Stickstoff drin befindet. Bei diesem Dämpfer können wir die Druckstufe separat einstellen. In diesem Behälter hier befindet sich noch 10 Bar Stickstoff drin. Das drückt auf das Öl und das drückt jetzt den Stoßdämpfer wieder drauf. Steche ich jetzt mit ein in diese Gummidichtung, die macht man auch nicht kaputt. Also wir haben hier den Anschlagpuffer, die Verschlusskappe und den Dichtkopf. Lege ich mir die Zugstufe mal nach links, die Druckstufe nach rechts. Ich zerlege es jetzt gleich, will nur einmal kurz den Kolben zeigen. Ihr seht das Wechselventil, durch diese Bohrung hier fließt das Öl durch in der einen Bewegung und in der Aufbewegung fließt das Öl über die andere Bohrung her. Ihr seht auch, der Kolben unterscheidet sich zu beiden Seiten. Warum ist das so? Weil der Stoßdämpfer muss ja gegen die Feder arbeiten, die ja immer bestrebt ist auszufedern. Also muss diese Kraft, die daher größer wirken, oder du musst mehr Kraft aufnehmen können von dieser Seite als die Druckstufe, die gegen die Feder arbeitet. Das ist wichtig. Das auch nicht vertauschen, sonst habt ihr hinterher Probleme. So. Jetzt hole ich mir mal kurz noch einen vernünftigen blauen Lappen. Dann kann ich schön auflegen, weil dann kann ich in aller Ruhe die ganzen Schimmpakete kontrollieren. So. Jetzt habe ich euch mal hier die Schimmpakete hingelegt. Über diese Schimms oder Federscheiben wird die Grundcharakteristik vom Stoßdämpfer festgelegt. Diese sind aus einem speziellen Federstahl. Diese können sich verbiegen und gibt es in halt verschiedenen Abstufungen, sowie Durchmesser als auch Dicken. Je dünner die sind, desto weicher sind sie, desto schneller verbiegen sie sich auch bei geringeren Ölgeschwindigkeiten oder Öldruck. Wenn ich sie stärker dimensioniere, also dicker mache, verbiegen sie sich erst bei stärkeren Druck. Quasi so viel Druck, wie sie den Öl entgegenbieten. Wenn ich diese umso dicker mache, umso strammer wird die Dämpfung. Das ist aber nur so am Rande, darauf gehen wir nochmal weiter an. Also wichtig ist für mich auf jeden Fall für die Wartung, ich muss auf jeden Fall sicher gehen, dass diese Teile alle in einwandfreien Zustand sind und sauber sind. Jeder Dreck, der hier zwischen ist, führt zwangsläufig zu einem Dämpfungsverlust. Ihr müsst euch vorstellen, wenn hier halt Dreckpartikel zwischen sich befinden, die halten, jetzt übertrieben gesagt, den Ölkanal offen. Das Öl kann daran vorbeiströmen, die Dämpfung nimmt rapide ab. Das wollen wir nicht. Beim Kolben, den kann man Gott sei Dank relativ einfach reinigen. Ihr habt ja nur die beiden Seiten, das werden wir auch gleich machen. Und dann geht es weiter mit dem Zerlegen. Noch ein paar Teile hier zu zerlegen. Ja. Der gehört noch hier hin. So, dann haben wir hier den Dichtkopf mit dieser Top-Out-Feder. Hier seht ihr die Dichtung. Hier innen ist eine Führung drin, der die Kolbenstange führt. Der wird halt bei der Inspektion, sag ich mal, oder bei der Federbeinwartung immer mit ersetzt, weil man weiß auch nicht, wie lange man da dran geht. Halt den Verschlussdeckel noch, den Anschlagbuffer, den solltet ihr immer ersetzen. Weil das wirklich das einzige Teil ist, was man wirklich mal bei der Wartung sieht, dass das ersetzt wurde. Also immer mit ersetzen, kostet nicht die Welt. So, jetzt haben wir schon alles fast komplett zerlegt. Wichtig zur Begutachtung, wie beim Gabelservice zum Beispiel auch, damit man sich auf jeden Fall anguckt, in welchem Zustand ist die Kolbenstange, worüber die Dichtigkeit geschehen muss. Ist auch enorm wichtig. In welchem Zustand sie ist, sind hier Macken drauf. Führt das zwangsläufig zum Ausschuss. Man sieht hier natürlich so leichte Schatten drauf, weil es ist auch kein neuer Stoßdämpfer, klar, muss man sehen. Aber halt ist in gutem Zustand. Ich gehe jetzt einmal damit an die Drehbank, bearbeite damit die Oberfläche und dann packe ich alles zusammen und gehe damit rüber zu unserem Reinigungsgerät und reinige ich einmal vor. So, wie ihr kurz gesehen habt, ich habe jetzt die Oberfläche einmal
wieder schön bearbeitet auf unserer Drehbank. Ne, sieht wieder perfekt aus. In Anschluss habe ich halt die Feder und auch den Kopf des Federbeins in unserem Reinigungsgerät sauber gemacht. Damit kriegt ihr wirklich aus der letzten Ecke den Dreck rausgeschossen. Also kann ich nur empfehlen. Aber trotzdem, wie ihr vielleicht auch schon andere Videos bei mir gesehen habt, ich reinige immer alles, bevor ich wirklich anfange wieder zu justieren, wieder vor. Mit Bremsenreiniger, weil ich mir immer 100% sicher sein möchte, dass wirklich alles in einwandfreiem Zustand ist. Also wirklich einmal sauber machen, gucken, ist alles in Ordnung. Jo. So, dann kommen gleich noch ein paar neue Teile da rein, ne? Unter anderem der Dichtkopf und so. Viele Ersatzteile von Wilbers haben wir lagermäßig da, gerade so was im Bereich Service angeht oder Dichtsachen oder so, oder versuchen wir mal zu bevorraten, also bei diesem Teil. Im Prinzip brauchen wir jetzt drei Sachen. Wir haben einmal den Anschlagpuffer, da habe ich vorhin schon gesagt. Den machen wir auf jeden Fall neu und dann seht ihr hier eine Auswahl von Dichtköpfen. Ihr seht einmal für die 630er Federbeine, also die kleineren Federbeine Dichtköpfe. Dann seht ihr halt für die normalen 640er, die keine Top-Out-Feder haben. Hier seht ihr halt die 640er, die Top-Out-Feder haben. Das brauchen wir auch, ne? Also diesen Dämpfer brauchen wir jetzt für das Federbein, damit auch der richtige wieder reinkommt. Und das Dichtband des Kolbens für die 46er Kolben erneuern wir natürlich auch. Das haben wir auch hier. So. Das sind die wichtigsten Erneuerungen. Als allererstes kommt immer der Anschlagpuffer drauf, den vergisst man ganz gerne, gerade wenn man das noch nicht so häufig macht von Erwartung her, dass das halt was 100% immer falsch eingebaut wird oder vergessen wird, ne? Meiner Meinung nach. Aber das ist halb so wild. Das ist ein Führungsdorn. Wofür der Führungsdorn? Dieser neue Dichtkopf hier, der hat halt innen drin Dichtung und Führung. Und damit der nicht an diesem Gewinde kaputt gerieben wird, dafür gibt es eine spezielle Führung. Den macht man hier drauf, weil wenn ich den jetzt gleich montiere, so rum, dann habt ihr gewährleistet, dass er auf keinen Fall beschädigt wird. Ne? Das ist ganz wichtig, weil sonst baut ihr den Stoßdämpfer zusammen, befüllt ihn mit Öl, befüllt ihn mit Stickstoff, Kunde fährt, Kunde kommt wieder undicht. Kann natürlich mal passieren, keiner macht das absichtlich, aber sollte man im Vorfeld vermeiden. So, kommt die Verschlusskappe schon wieder drauf, gegen die läuft ja der Dämpfer und damit der Führung auch nichts passiert. Spezialfett drauf. So kann ich halt jetzt den Dichtkopf vorsichtig aufschieben. Ohne dass irgendwas passiert. So. Schon die halbe Miete. Wenn man das schon macht, fährt er definitiv immer gut. So. Anschlagscheibe, die ist wichtig, weil gegen die arbeitet hinterher die Top-Out-Feder. Gegen die stütze ich die hinterher ab. Jetzt kommen wir schon wieder die Shims aufbauen. Es ist enorm wichtig, darauf zu achten, dass diese Shims wirklich, dass ihr die vernünftig sauber macht. Jedes Shim nehme ich wirklich selber in die Hand und lege es hier auf und gucke wirklich, ob es sauber ist. Auch zum Schluss her werde ich es nochmal alles mit Bremsenreiniger ablaufen lassen, um zu überprüfen, ob wirklich alles sauber ist und auch in einwandfreien Zustand. Wir haben auch eine große Auswahl an neuen Shims da. Sollte einer defekt sein, können wir den austauschen. Je nach Kundenwunsch können wir auch Rücksprache halten mit Wilbers, ob wir da vielleicht eine Setting-Änderung vornehmen. Gerade jetzt bei auch den Kunden, aber der sagte, der wiegt irgendwie um die 85 Kilo, vielleicht 90 mit Bekleidung. Also gehe ich von aus, dass das Setting erstmal dafür passend ist, weil er ist damit auch schon, er sagte, der Verkäufer hätte auch ein ähnliches Gewicht, also gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass wir nichts ändern müssen. Dann wird das halt zusammengebaut wie eine Pyramide. Nach Dämpfung, Schirmpakete gehen wir irgendwann mal separat drauf ein, das wird zu umfangreich. Und interessant ist immer, wird immer drüber geredet, Schirmpaket, Setting, Wechselventil, keiner weiß, was das ist, wie das aussieht. Möchte ich euch einfach mal zeigen an der Stelle, dass das halt Technik ist. So, jetzt wird der Kolben aufgesetzt. Darauf zu achten, wie rum.
Das heißt, der Kollege hier ist die Zugstufe. Ganz wichtig, Druckstufe sieht anders aus. Ne? Auch wieder darauf zu achten, dass schön sauber ist. Klack. Jetzt kommt das andere Schimmpaket. Muss ich jetzt von groß nach klein, also andersrum, wirklich jeden Schimm in die Hand nehmen. Alles gucken, ist das sauber, ist der verbogen, ist da eine Macke drin. Weil ihr seid in letzter Instanz immer der Letzte, der da dran ist. Und dann müsst ihr auch euch sicher sein, dass ihr die Arbeit, die ihr macht, auch gewissenhaft macht. Nehmt euch eher 5 Minuten mehr Zeit wie zu wenig. Sprühe es nochmal mit Bremsenreiniger durch. So. Jetzt kommt schon wieder die Abstützscheibe drauf. Vor der Mutter. Jetzt wird die Mutter festgezogen. Die Mutter hat hier ein definiertes Drehmoment von 22 Newtonmeter. Die kriegt auch ein Tröpfchen Loctite, aber wirklich nur ein Tröpfchen. Wenn ich mal Loctite finde. So, ich habe das Loctite gefunden. Jetzt kommt wirklich nur ein Tröpfchen da drauf. Insider wissen jetzt, was ich meine, wenn ich sage, ein Tropfen ist wie verschweißt. So, da kommt wirklich nur ein Hauch drauf. Weil alles andere habt ihr wirklich Gefahr, dass dieses Loctite in das Schimmpaket läuft und das euch verklebt. Und das wollt ihr nicht. So, Mutter drauf. Erstmal vorziehen. So. 22 Newtonmeter kriegt das Teil. Also dann wirklich auch nicht nur mit Hand festziehen. So, 22. Weil 22 ist nicht viel. Also man wird es jetzt überziehen. Natürlich, wenn ihr dieses lose lasst, habt ihr Gefahr, dass das Federbein auf einmal auseinanderfällt. Das wollt ihr nicht. Und wenn ihr es so fest macht, freut sich der Nächste, der mal da dran muss. So, jetzt ist im Prinzip schon alles zusammen. Die wichtigsten Arbeiten sind ausgeführt. Wie ich schon sagte, ich sprühe jetzt alles nochmal mit Bremsenreiniger durch, dass wirklich schön sauber ist. Ne? Jetzt kann ich mir schon wieder mein Kopfteil nehmen. Das ist auch wichtig, ich gucke es mir auf jeden Fall wichtig, sich erstmal anzugucken, weil auch hier drin kann, je nachdem, wenn irgendwas kaputt ist am Federbein, auch hier drin Beschädigung verursachen. Das Teil hier ist eher aus Metall, also nicht aus Alu, also das kann relativ viel ab. Auch verschleißtechnisch ist das enorm gut. Aber ich gucke es mir in Ruhe an, in welchem Zustand ist das alles. Ist das alles sauber? Auch hier reinige ich das nochmal grob einmal über mit Bremsenreiniger. Da seht ihr halt, wenn ihr hier reinguckt, ich hoffe, ihr könnt es sehen, ich weiß es leider nicht. Ihr seht halt da eine Bohrung. Diese Bohrung geht über diese Schraube zum ersten Versteller, zum zweiten Versteller. Dort seht ihr halt, wo die Ventile reinkommen für die Druckstufe. Also ist das alles miteinander verbunden. Das heißt halt, hier vorne kommt halt die Low-Speed-Dämpfung rein und hinten halt die High-Speed-Dämpfung. So, und jetzt können wir das schon wieder beginnen zusammenzubauen. So, wie ich schon gesagt habe, verwenden wir halt neues Kolbenband, der halt das Wechselventil abdichtet. Ja, da wird jetzt so zusammengefärbt. Jetzt werde ich dann vorsichtig einlegen. Hat einfach geklappt. So, jetzt kann ich den nachher außen noch ein bisschen an den Ohrringen für den Dichtkopf ein bisschen Fett dran. Weil trocken möchte ich den jetzt hier nicht reindrücken. Mache mir die Montage ein bisschen einfacher. Also nur, damit er jetzt hier rein flutscht, schiebe ich den Dichtkopf hier rein. Zup. Und jetzt, wer aufgepasst hat, der weiß, dass da halt ein Sprengring wieder rein muss. Das ist der rechteckige. Jetzt muss ich auch wieder ein bisschen den Dichtkopf ein bisschen weiter runterdrücken, wie er normal sitzen muss. Und halt erst in seine vorgesehene Nute reinrutscht. Kann man leider gar nicht sehen. Klack, da habt ihr schon gehört.
zweite. Hier ziehe ich ihn raus. Zack, da ist er drin. So, das heißt wieder, die Kolbenstange mit Dichtpaket ist komplett richtig montiert wieder. Jetzt werde ich diese Verschlusskappe, schlage ich jetzt hier mit dem Kunststoffhammer drauf. Und damit ist sie verschlossen. So. Fast geschafft. Wenn ihr jetzt mal seht, der Stoßdämpfer ist jetzt wirklich in letzter Position, diese Top-Out-Feder. Das ist das Spiel, was ich jetzt weiter rausziehen kann. Das ist die Top-Out-Feder. Ventile da wieder rein, denn wir haben noch beide Druckstufenventile. Die habe ich jetzt nicht im Metallreiniger genommen, weil die kann ich so wirklich tatsächlich besser ausspülen, habe ich das Gefühl. Da habe ich es in der Hand, das ist mir zu filigran halt in der großen Maschine. So, jetzt schraube ich die Ventile wieder rein, oder die Bypass-Ventile für die Druckstufe. Schraube als erstes mal Low-Speed rein. Den High-Speed-Versteller lasse ich noch raus, weil, wie euch ja sicher aufgefallen ist, es ist noch kein Öl drin und kein Stickstoff. Das machen wir gleich. Baue ich den Trennkolben wieder ein, der ist ja auch noch raus. Wasche ich auch mal einmal wieder ab. Ist auch wichtig, dass er gleich wieder mit Fett eingesetzt wird, weil der ist ja bei Ein- und Ausbewegung vom Federbein, ist er sich ja permanent am Hin- und Her bewegen. Das heißt, das wäre fatal, wenn man jetzt wirklich sagt, den lässt man trocken. So, wirklich schön sauber machen. Diese Teile hier sind extrem verschleißarm. Die werden halt bei der Wartung eigentlich nicht mit ersetzt, es sei denn, sie sind wirklich defekt. Aber auch gucke ich mir hier rein, da wo der sich bewegt, darf natürlich auch nichts drin sein, was irgendwie dafür verantwortlich ist, dass der irgendwie mal Probleme macht. Ne? Viel zu viel, aber das macht da nichts aus, weil die eine Seite ist ja hinterher das Öl, die andere Seite ist der Stickstoff. Das kann ich nach außen. Das verfälscht auch nichts. So. Darauf achten. So. Guck an, den schiebe ich ganz nach hinten. Zup. Diesen Sprengring, der muss jetzt eigentlich noch nie rein, muss ich aber jetzt machen, weil wir wollen ja jetzt gleich das Federbein entlüften bzw. befüllen. Einmal kurz zum Ablauf. Wir haben halt ein spezielles Entlüftungsgerät für Federbeine. Man kann es auch händisch machen, aber ist teilweise relativ schwierig mitunter, je nachdem, was man für einen Dämpfer auch hat. Wenn man ein elektronisches Fahrwerk, kann man das fast gar nicht von Hand entlüften, braucht man auch spezielle Sachen für. Wir haben halt ein Gerät, das beaufschlagt das Federbein in der ersten Instanz mit einem Unterdruck, also saugt es leer, komplett, saugt zusammen. Dann wird 2 Minuten überprüft, da wird der Druck gehalten, 2 Minuten, ob irgendwie eine Leckage ist im System, ob das auch alles wirklich in Ordnung ist, was wir da gemacht haben, oder ob irgendwie eine Dichtung kaputt ist. Und im Anschluss wird das Federbein mit Öl komplett befüllt. Das heißt, dann schaltet die Pumpe um auf den Überdruck mit ca. 3 Bar, drückt die dann das Öl in das Federbein, befüllt es. Und wenn es das zusammendrückt, dann werdet ihr gleich sehen, der Kolben fährt aus und der Trennkolben fährt aus. Und wenn man den hier nicht dran hat, dann kann das eine ganz schöne Sauerei verursachen, wenn man da nicht drauf achtet.